also Wohnort bis Teilbord, das was Strom macht, wenn es im Wasser sitzt. Dann lasse ich das da und es geht über einen kleinen Mikrowellen-Synchronmotor. Das ist der Motor, der was das Döllerdraht bei einer Mikrowellen. Und ja, das ist relativ flashig, weil da der hat so um die 150 Volt Wasser, wenn er sich so langsam dreht. Nur für den Trafo, dass er irgendwas mit 5 Volt macht und dass die LEDs blinken. Die LEDs sollten sogar blinken. Also das macht der Trafo. Wenn ich bei der Steckdose aussteckt, dann ist auch nichts anderes. Ja, die LEDs brauchen jetzt einen kompletten Schaß von Energie, kann man sagen. Also das kann man, so viel was die brauchen, kann man spucken auch, glaube ich. Aber dann stellen wir es ins Wasser. Lustig. Auf jeden Fall hat mich der alte Mann dann motiviert, dass ich Phase 2 ausbaue. Das ist dann Phase 2. Aber das ist einfach schon immer viel zu riesig. Ich glaube. Der Plan ist, dass das dann so viel Strom macht, dass man irgendwas aufladen kann. Oder dass zumindest die ganze Zeit Musik spielt. Das war cool. Okay, da geht's weiter mit dem Wasserrau-Projekt. So sieht das aus. Den habe ich voriges Jahr, habe ich die Sascha drinnen gehabt. Da hat es uns einmal umgehauen, der Wind hat mir es umgehauen, weil es jetzt den ganzen Winter da in den Hof gestanden ist. Und so hat auch so eine Platten verbogen, die werde ich jetzt dann ausbiegen. Und dann werde ich es wieder zu Wasser lassen. Sogar gelagert, da in diversen Trimmer sind Lager drinnen. Mit Kugellager eingebaut. Wird wahrscheinlich nicht so nicht ewig werden, weil halt immer feucht ist und so. Da ist ein kleiner Gleichstrommotor drinnen. Der hat ein Getriebe vorne drauf. Das heißt, das dreht sich nicht wirklich schnell. Muss ich auch noch anmachen, das ist auch noch nicht fix. Und mal schauen, was man dann anstecken kann, das was dann vielleicht funktioniert. Voriges Jahr habe ich einen Akku laden können. Da, 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 da. Und es dreht sich wieder. Es dreht sich wieder und spielt Musik. Da, 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 da. Nur mit der Energie des Baches spielt das Musik. Du, 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 du. Yeah! Oh, tag mal gescheit. Okay. Was Wasser ist gescheit geholt. Jetzt haben wir ein wenig Probleme gehabt mit dem Generator, aber jetzt habe ich einen gefunden. Da drinnen, ich habe mir echt mit Bockendeckel, weil sonst da wird es voll heiß drinnen, dann wird es so heiß, wenn die Sonne drauf scheint. Aber ich habe es trotzdem durchsichtig gemacht, dass die Feuchten rauskommen kann. Auf der Seite ist offen, dass die Feuchten rauskommen hat, wenn es heiß ist. Genau. Es ist einfach ein kleiner Gleichstrom-Motor. Der hat vorne ein Getriebe drauf und da rennt Käden. Käden ist auch nochmal ein bisschen übersetzt. Dann habe ich da eine kleine Elektronik drinnen, weil der Generator nur 3 Volt oder so außer hat und mit 3 Volt geht der Radio noch nicht. Das ist ein kleiner DC-DC-Konverter. Da spanne ich es auf für 5 Volt. Und mit dem
fahre ich dann einfach da drüben in den Radio rein. Oha, ja. Schon ein paar Anläufe gehabt, dass ich das jetzt so hinkriege, wie es jetzt da schwimmt. Aber endlich funktioniert es jetzt. Weil die Strömung eigentlich nicht stark ist. Das erste, was ich gehabt habe, war das Rad zu klein. Also da habe ich zwingend Kraft gehabt, dass ich so viel zusammenkriege, so viel Strom, dass das Radio geht. Obwohl, das ist eh ganz wenig. Radio braucht überhaupt nicht viel Strom. Mal schauen. Das nächste Projekt. Ja. Vielleicht ist es noch ein wenig verbessern, aber dann mal ein paar andere Sachen ausprobieren, so wie eine Tesla-Turbine oder oder irgendein Schaberger-Teile. Das darf ich schon erzählen, aber das ist halt voll aufwendig. Und daheim in der Garage ist das auch nicht so easy, sowas zusammenbandeln. Ja. Yeah. Oha, sag mir gescheit.